Unser Vater, ich danke dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, dass wir dein Wort studieren. Wir wissen, ohne deinen Heiligen Geist können wir es nicht verstehen und noch viel weniger umsetzen. Wir brauchen beides, Herr. Wir möchten es verstehen und möchten es auch tun, sodass dein Name dadurch verherrlicht wird. So lenke uns auch in dieser Stunde, dass wir diese Dinge tatsächlich in unserem Leben einbinden können. Amen. So, wiederhole noch mal ein bisschen kurz, dass wir den Faden nicht verlieren. Wir wollen uns beschäftigen in diesen Tagen mit der Frucht des Geistes. Und wir haben gesehen, die Bibel sagt in Galater, dass die Frucht des Geistes die Liebe ist. Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung oder Keuschheit. Und die einzige Möglichkeit, die Frucht des Geistes zu haben, ist das Innewohnen des Geistes Gottes in unserem Herzen. Ein Mensch kann behaupten, was er will über sein Leben, er kann sich selbst über sich täuschen, aber er kann nicht die Frucht hervorbringen. Ja, die muss zwar aus ihm herauskommen, aber ohne die Gegenwart des Heiligen Geistes im Herzen des Menschen ist nicht fähig, die Frucht zu bringen, wenn der Mensch unter Prüfung gestellt wird. So, die erste Voraussetzung ist, die Frucht und der Heilige Geist gehen nur gemeinsam. Ja, kein Mensch kann sie aus sich selbst tun. Deshalb ist es ein Zusammenwirken des Menschen mit dem Heiligen Geist, dass die Frucht entsteht. So, es haben ja viele Menschen verschiedene Ideen und Theorien auch über den Heiligen Geist. Und ich sage immer, was jemand ideologisch glaubt oder nicht glaubt, wird anhand seiner Taten auf lange Sicht erstens, nicht auf eine kurze Sicht, und in der Krise geprüft. Ja, das ist die letztendliche Sache. Deshalb habe ich euch dieses Beispiel gegeben, dieser Frau, meiner Patientin. Ich selber wurde vor so eine Prüfung nicht gestellt, ich weiß nicht, wer von uns, aber es ist eine einfache oder eine nicht einfache zu bestehen. Ja? Also sowas zu können, ist menschlich nicht möglich. Ja, absolut nicht. Ich mag ihm verzeihen, theoretisch. Äußerlich kann ich das, weil ich mit meiner Logik nachvollziehen kann, ja, es tut mir nicht gut und so weiter. Aber Mitleid zu haben mit dem Mörder, dass er den Schaden hat und nicht ich, das ist für den Menschen von sich aus nicht möglich. Ja, Stolz und Egoismus wird immer sagen, er hat mir das Wertvollste oder etwas sehr Wertvolles, was ich hatte, weggenommen und ist dann unfähig, ihn zu lieben. Das führt dazu, nicht nur zur körperlichen, sondern geistigen Krankheit, und es führt zur Zerstörung des Menschen. So, die Liebe und die Notwendigkeit zu lieben ist ein Lebensnot. Um zu leben, muss ich lieben können. Und ich muss mit einer Liebe lieben können, die auch den Mörder meiner Tochter oder meines wen auch immer, lieben kann. Deshalb habe ich versucht, kurz zu erklären, dass der Mensch, als er geschaffen war, in der Beziehung, die er hatte mit Gott durch den Heiligen Geist, konnte er ohne Probleme sich aufopfern. Er konnte für seinen Garten da sein, für seine Frau da sein, für seinen Mann. Da war kein Problem für Adam und Eva, liebevoll zu handeln. Sie wurden geprüft, ja, an einer
Sache, die einfach oder schwer war? Sehr einfach, ja. Ich hatte ja, niemand zwingt mich an den Baum die Hand zu tun. Zwingt mich jemand? Ja. Tut mich niemand etwas zwingen. Sie waren völlig frei. Sie hatten keine Neigung zum Bösen. Die Eva hätte nicht essen müssen. Aber eine Idee hatte ihr der Teufel suggeriert. Wenn ihr essen werdet, werdet ihr sein wie? Wie Gott. Und Gott hat uns gemacht, dass wir ständig streben nach mehr. So hat er uns geschaffen. Nicht, dass wir nach weniger streben. Es gibt keinen, der nach weniger strebt. Geht gar nicht. Wir müssen immer nach mehr streben. Die Frage ist nur, können wir je sein wie Gott? Werden wir Gott je erreichen? In seiner Weisheit, in seiner Kraft? Ja oder nein? Nein, auch wenn wir jetzt 100 Milliarden Jahre von nun an mit Gott leben würden, würden wir Gott nie gleich werden. Wir könnten nie sein wie Gott. So, die Idee, gleich zu sein wie Gott, scheint sehr absurd, scheint sie nicht? Aber der Böse hat es ihnen so suggeriert, sagt, Gott enthält euch was vor, ihr könntet etwas verstehen, was... Und so lässt sich die Eva verführen und tut etwas und gibt auch ihrem Mann und der isst es auch. Und damit fallen sie durch. Es kommt zu einer Trennung von Gott. Ja, das ist die Trennung. Von Gott. Und damit wäre der Mensch ja wie viel lebensfähig? Nur lebensfähig. Deshalb, wann tritt die Gnade ins Spiel? Wann tritt die Gnade ins Spiel? Bitte? Genau, sie tritt genau hier ins Spiel, in dem Moment, wo die Trennung vollzieht, überwindet die Gnade die Trennung, damit dem Menschen eine zweite Chance gegeben wird. Sonst würde er kaputt gehen. Ja? So die Gnade Gottes überwindet die Trennung, damit der Mensch lebt und nochmal eine Möglichkeit bekommt. So, nur durch die Gnade ist es dem Menschen möglich, heute zu existieren. Aber er denkt, er existiert aus sich selbst. Ja, so meisten ungläubigen Menschen denken, das Leben existiert aus ihnen selbst. Sie wissen nicht, dass jemand ihnen das Leben gegeben hat und jemand ihr Leben in der Hand hält. Sie denken, sie haben es selbst in der Hand. Aber spätestens, wenn sie krank sind, wenn sie das Leben abgeben müssen, müssen sie feststellen, sie hatten es doch nicht in der Hand. Ja? So, das heißt, die Gnade, ihr seht, das Kreuz, könnte man auch viel reden davon, muss etwas zu Ende bringen, was den Menschen kaputt macht, den Stolz und Egoismus. Durch Christus ist uns natürlich die Gnade gegeben und er macht uns fähig, durch den Heiligen Geist die Frucht, die Liebe, die Verbindung zu Gott wieder zu haben. Und somit können wir es lernen, wieder in die Fähigkeit zu kommen, nämlich liebevolle Menschen zu sein. So, wir haben gesehen, wie dieser Prozess stattfindet. Er ist ein Prozess, er ist kein einmaliges Ereignis. Ein Mensch wird auch nicht verloren gehen durch eine einmalige schlechte Tat oder eine Fehlentscheidung, sondern durch eine kontinuierliche Festhalten an einer Situation und sich nicht belehren lassen eines Besseren. So, wir alle kommen auf die Welt mit einem Herzen, das von Stolz und Egoismus besetzt ist. Wir handeln alle aus einer Motivation heraus, die nicht liebevoll ist, bis nicht die Neugeburt stattfindet.
bis nicht wirklich hier ein Funke entsteht. Und das ist sehr schön zu sehen bei der Begegnung zwischen Jesus und Nikodemus. Was für ein Mensch war Nikodemus? Ein guter oder ein schlechter? Stellt euch vor, ihr hättet ihn gekannt. Er war reich, er war nett, er war intelligent, er war gläubig. Ja, war er gläubig? Ja, er war gläubig, er lebte nach außen hin, war er doch ein perfekter Christ, war er? Nach außen hin hätten wir dem Nikodemus alles Christsein bestätigt. Aber jetzt geht er in der Nacht zu Jesus. Und Jesus sagt, Nikodemus, etwas muss in dir passieren, bevor du leben kannst. Und so sagt ihm Nikodemus, vielleicht lesen wir es in Johannes 3. Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es sei denn, dass jemand von oben geboren werde, ist die wortwörtliche Übersetzung, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, war der Nikodemus neugeboren oder nicht? Nein. Wann ist Nikodemus neugeboren worden? Wann hat der Same, den Jesus in sein Herz gesät hat, an diesem Abend, relativ am Anfang seines Werkes, wann hat der Same gekeimt? Ja, in dem Moment, als ich das erfüllt hatte, was Nikodemus gesehen hat. Jesus hat ihm gesagt, du wirst den Menschensohn erhöht sehen. Ja? Und Nikodemus verstand die Sprache der Erlösung von, der war ja ein Gelehrter in Israel, er war ein Geschulter, und so sagte er ihm deutlich, und wie Moses in der Wüste die Schlange erhöht hat, also muss der Menschensohn erhöht werden. Ja, so, Nikodemus sagt, okay, ich habe gelernt, warum wurde die Schlange erhöht bei Mose? Wo war das Problem? Kennt ihr die Geschichte? Das heißt, Gott lässt als Folge der Ungehorsam des Kinder Israel Schlangen auftreten. Das, in der Wüste gibt es ja Schlangen, aber jetzt waren sie da und bissen die Leute. Und so ein Schlangenbiss, der ist natürlich tödlich, wahrscheinlich Klapperschlange, was auch immer in der Wüste dort war. Und jetzt schreien die Menschen zu Gott und Mose schreit zu Gott und Gott sagt ihm, okay, nimm dir eine Schlange, mach sie aus Bronze, glaube ich, und häng sie auf einem Pfahl, und weder der die Schlange anschaut, wird gesund. Und so sagt ihm jetzt der Heiland, sagt, so wie Moses die Schlange erhöht hat in der Wüste, also muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So, das Bild ist ähnlich, wir sind alle gebissen von der Sünde, wir sind alle Sünder. Der Blick ans Kreuz, die einzige Lösung zur Erlösung. Und somit erkennt, als Jesus stirbt, der Nikodemus, was Jesus vorausgesagt hat. Und in dem Moment bekehrt er sich. Bis dahin war er im Zweifel. Er hat zwar gewirkt, er hat zwar eingetreten für Jesus, er war sympathisch zu Jesus, aber er war kein neugeborener Mensch. Obwohl er nach außen hin gut war. Okay? Wir haben noch ein Beispiel. Der reiche Jüngling. Der war auch ein sehr korrekter Mensch. Er hat nie getrunken, nie gehurt, nie ist er, wer weiß wohin gegangen, hat ein ordentliches Leben geführt. Und er kommt zu Jesus und will erlöst werden. Und was sagt ihm Jesus?
bei dir fehlt was. Ihm fehlte die Frucht der Liebe und er war nicht willig, sie zu geben. Ja? So, denn der reiche Jüngling war genauso ein Musterexemplar wie der Nikodemus, aber sie waren nicht neugeboren. Der Heilige Geist wohnte nicht in ihren Herzen. Sie waren gut aufgrund der Gnade, die äußerlich da war. Ja? Aber neugeboren im Herzen ist man erst, wenn der Heilige Geist in mein Herz kommt. Nicht, wenn ich im Rahmen der Gnade hin und wieder auf den Geist höre, dann bin ich nicht neugeboren. Ja? Sondern ich bin neugeboren nur dann, wenn der Geist Gottes in meinem Herzen eingezogen ist, so wie jemand in eine Wohnung einzieht. Und so zog es bei Nikodemus ein. So der Mensch muss also von Neuem geboren werden. Ohne Geburt geboren zu werden aus Wasser und Geist, so wie es hier steht, kann niemand ins Reich Gottes kommen. Ist völlig unmöglich, die Frucht hervorzubringen ohne den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist deshalb für uns das Wichtige, weil er bringt ja das Leben Jesus in unser Herz, er bringt die Siege Jesu in unser Innerstes, unseres Geistes, damit wir auch Überwinder werden. So, die Neugeburt steht am Anfang eines Prozesses. Dieser Prozess ist aber nicht mit der Neugeburt beendet und versiegelt. Und die Frage kam vorhin auf, was passiert mit der Erlösung eines Menschen? Nun, ihr müsst wissen, Jesus hat gesagt, jeder, der an mich glaubt, wie die Schrift sagt, ja, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Das steht in Johannes, wie viel? 7, ich dachte, ja. Ja, das ist eine Ströme. Ich dachte, Johannes 4 steht es, oder Johannes 5, Johannes 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, sage euch, wer mein Wort höret, wir kommen wieder zum Wort, okay? Wer mein Wort höret und glaubet dem, der mich gesandt hat, ja, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater das Leben hat in ihm selbst, also auch der Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschen Sohn ist. Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die da in Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. So, man müsste noch den anderen Text suchen, wo es steht, ich werde am jüngsten Tage aufwecken. Auf jeden Fall, in dem Herzen, wo der Heilige Geist lebt und das Wort quasi zunimmt, ist natürlich in dem Sinne für das ewige Leben versiegelt. Ja? Wir haben das Unterpfand des Heiligen Geistes bekommen, nicht? So steht es in den Paulusbriefen. Deshalb sagt er ja auch, seid vorsichtig, dass ihr den Heiligen Geist nicht betrübt, weil man kann den Heiligen Geist betrüben, indem man auf ihn nicht hört, wenn man sich es besser weiß, nicht? Man ist ja hier in dieser Not, dass man es besser wissen möchte und denkt, man weiß es besser. So sind wir in dieser Situation, dass wenn wir sterben sollten innerhalb dieses Prozesses und der Heilige Geist ist in unserem Herzen, dann ist unser Leben sicher. Ja, weil er ist die Basis unseres ewigen Lebens, weil er ja das Leben Jesu in unser Herz bringt. Nur wenn wir ohne ihn sterben, sind wir nicht erlöst, obwohl wir noch nicht das ganze Gebiet
errungen haben. Ja? Und wir müssen ja verstehen, der Geist Gottes kann immer nur mit unseren Fähigkeiten unseres Verstandes arbeiten. Er kann nicht in mir etwas tun ohne mein Mitwirken. Ja? Er beherrscht mich ja nicht. Er befiehlt mir nicht in dem Sinne, tu das und ich sage, okay, ich tue es. Sondern er erklärt mir Dinge und muss mir Dinge klar machen und kann mir helfen in diesen Sachen. So wie wir gesehen haben im Petrus. Und ich liebe das Beispiel von Petrus, weil er ist derjenige, der ja sagt von Christus, du bist der Messias, der Sohn Gottes. Ja? Er behauptet das. Und was sagt Jesus ihm? Wer hat ihm das offenbart? Er hat gesagt, Fleisch und Blut konnten dir das nicht offenbaren. Und Fleisch und Blut ist nämlich der Mensch. Das heißt, der Heilige Geist hat es ihm offenbart. Damit bezeugte Petrus, Jesus, dem Petrus, der Heilige Geist ist in deinem Herzen. So, aber jetzt ist der Petrus schon fertig, um eingesetzt zu werden zum Dienst. Sie setzen ihn zwar, er trainiert sie, aber kann er ihn jetzt alleine losgehen lassen und sagen, okay, er wird seinen Weg schon tun? Es braucht eine gewisse Ausbildung. Ja? Man muss in einen gewissen Stand komme ich, sage ich jetzt mal, bevor man ein Jünger Jesu wird, in dem Sinne, wo man muss immer noch wachsen, aber man muss einen gewissen Wachstumsgrad errungen haben. Würdet ihr auch das so verstehen? Ja? Die Jünger mussten die 3 Jahre mit Jesus wachsen. Und es gab eine Sache, an der sie schienen nicht zu wachsen. Welches war die Sache? Wo Jesus immer wieder versucht hat, sie zum Wachstum zu bringen und er stieß auf steinernen Boden aus oder auf Boden, den sie nicht kapieren konnten. Schaut, die Jünger Jesu hatten die Erwartung eines irdischen Königreichs. Hatten sie? Von ihrem Verständnis der Schrift wollten sie und dachten, Jesus kommt und er baut ein irdisches Königreich auf. Und warum wurden sie seine Jünger? Nun, sie kamen und wurden angezogen vom Evangelium und so weiter. Sie waren neugeboren. Ich denke schon, viele unter dem Johannes, der Täufer, geboren. Und, ja. Aber sie hatten ein Fehlverständnis von Christus und dem Messias. Sie hatten ein Fehlverständnis vom Reich Gottes. Und jetzt dem Nikodemus kann Jesus etwas erklären, was, ich sage jetzt mal, unter Fachleuten ein Gespräch auf hohem Niveau ist. Ja? Jesus musste mit dem Nikodemus nicht große Philosophie machen. Er zeigte ihm das, was er schon kannte und sagte, schau, das ist das Bild für den Menschensohn. Das hat natürlich auch dem Nikodemus erstmal einen Schuss in den Bug gegeben, weil die warteten alle auf einen Messias, der irdisch sein sollte und ein irdisches Reich. Und hat Jesus sie abgewandt, weil sie das glaubten? Hat er sie gesagt, oh, ihr seid nicht fit für mein Reich? Das heißt, wenn jemand mit einem falschen Verständnis zu Christus kommt, lehnt er ihn ab? Nein. Die Jünger sind das beste Beispiel. Sie hatten alle, Judas inklusive, alle hatten sie ein Fehlverständnis von Jesu und vom Königreich. Bis wann? Bis zum Kreuz. Hat jemand mit dem Kreuz gerechnet? Wie oft hat Jesus ihnen gesagt, schaut, ich werde auf nach Jerusalem, sie werden mich verfolgen, sie werden den Menschensohn töten und am 3. Tag wird er auferstehen. Haben sie es gehört? Sie haben es gehört. Ja, Petrus sagt dir noch, das geschehe dir, nur ja nicht. Sagt er nicht das? Das geschehe dir nur ja nicht. Und jetzt will ja Jesus diesen Jüngern helfen, gegen ihr
Vorurteil, endlich die Dinge zu verstehen? Kann er es tun mit Worten? Er sagt zwar die Worte, aber ist es nicht wunderlich, Jesus ist im Garten Gethsemane, in der schwierigsten Stunde der Entscheidung. Und er sagt seinen Jüngern schon davor, passt auf, Satan hat versucht, euch zu sichten und so weiter. Ja? Und er versucht es ihnen klar zu machen, ihr werdet euch alle an mir in dieser Nacht ärgern. Ja? Und, aber sie hören diese Worte anscheinend nicht. Er sagt ihnen, wachet mit mir eine Stunde. Was tun sie? Warum konnten sie schlafen? Schaut, wenn ihr etwas Gutes erwartet, ja, seid ihr in Not, in Stress? Nein, wenn wir denken, morgen werden wir die Ersten im Königreich sein, müssen wir da uns anstrengen zu wachen? Nein, da können wir ruhig schlafen und sagen, naja, ich verstehe den Herrn nicht, warum er so gestresst ist, ja, wieso er seine Not hat hier, wieso er Blut schwitzt, sie sehen, wie er kämpft und schreit, sie sehen das so mit trüben, schläfrigen Augen. Wir können es nicht verstehen. Wir können es nicht verstehen. Weil ihr Vorurteil, das ist Beton in ihrem Herzen. Verstehen Sie, die Vorurteile, die Lehren, die sie gelehrt haben, die haben sie so blind gemacht, dass sie die Worte Jesu nicht verstehen konnten. Und Jesus wusste, er muss es ihnen begreiflich machen. So, welches ist die einzige Methode? Das heißt, sie müssen enttäuscht werden. Ihr Glaube, den sie hatten, muss tief enttäuscht werden. Sagen sie es auch? Sie sagen es ja Jesus persönlich. Und wir dachten, er ist der Erlöser Israels. So, Jesus kam auf diese Welt. Er wählte sich 11 Jünger, der 12., der kam so dazu. Und er segnete aber auch ihn ein und hat ihn angenommen als einer der 12. Um ihnen klarzumachen, die Botschaft über das Königreich. Er gibt ihnen wie viele Gleichnisse? Wenige oder viele Gleichnisse über das Königreich? Viele Gleichnisse. Wir haben viele Gleichnisse über das Königreich Gottes. Er sagt es ihnen, er verkündigt es ihnen, alleine mit ihnen. Aber sie bleiben in diesem Vorurteil, dass sie jetzt Könige werden oder Erste in seinem Reich. Ja, und ich finde auch sehr sympathisch, die Mutter von Johannes und Jakobus oder Johannes, und ich weiß nicht, die zwei Brüder, wie sie heißen, es waren ja drei Geschwisterpaare waren unter den Jüngern Jesu. Ja, die seine Jünger waren. Ja, es waren also drei Geschwisterpaare. Und die Mutter kommt und sagt, meine zwei Söhne, lass einen zur Rechten und zur Linken stehen. Und die Mutter hat Interesse an ihren Kindern. Ja, und Jesus straft sie nicht, er verurteilt nicht, ja, sondern er sagt ihr nur, oh, könnt ihr den Kelch trinken, den ich euch geben werde zu trinken? Und sie sagen, ja, warum, was erwarten sie? Oh, wir können links und rechts von dir stehen, ganz klar, wir sind ausgestattet, wir können das. Deshalb sagen sie, wir können den Kelch trinken. Aber mit Kelch, das ist ein Trübsal. In der Schrift finden wir, den Kelch ist eine Not, Verfolgung. Und jetzt sagen sie ja, und Jesus sagt, ja, ihr werdet ihn trinken. Aber er kommt so schön aus der Sache raus und sagt, aber wer an meiner Rechten, meiner Linken sitzen wird im Königreich, kann ich nicht entscheiden, sondern mein Vater in den Himmel. Und so löst er die Spannung sehr schön. Er gibt eine Lehre weiter, die sonst nicht durchgekommen wäre. Aber er muss die Frau nicht zurückweisen, weil sie kam ja mit guter Absicht. Ist es schlimm, dass man seinen Söhnen das Beste will? Ist es nicht schlimm? Ja? Nur verstand sie es nicht. Und Jesus hat es schön gezeigt. So, die Jünger wollten
die Ersten sein. Es ist eine Not im Menschenherzen, dass wir gewinnen müssen, dass wir vorne stehen müssen. Es ist eine Not. Ja? Und vor dem Abendmahl, ja, wo sie Jesus nehmen sollen, genau an dem Tag, wo er ihnen die Füße wäscht, da gehen sie, lassen Jesus ein bisschen vorausgehen und sagen, wer wird jetzt der Größte? Weil sie erwarteten, jetzt muss was geschehen. Das Königreich ist jetzt an der Hand. Jetzt ist, ja, so manches werden sie ja begriffen haben von Jesus, aber sie haben nicht begriffen, was es ging. Und wollten der Größte werden. Und Jesus zeigt ihnen, der Größte muss ein Diener werden, in dem er die Fußwaschung macht. Die Fußwaschung hat eine große Sache in ihrem Leben erledigt. Was Worte nicht konnten, konnte die Fußwaschung. Sie sagt ihnen, seid ihr willig zu dienen? Der Größte unter euch sei euer Diener. Und es war für alle eine große Not, dass sie sich von Jesus die Füße haben waschen lassen. Judas entscheidet sich und sagt, wenn ich dem Petrus die Füße waschen soll, wenn ich Jesu nachfolgen, dann lieber verrate ich ihn. Judas entscheidet sich an der Fußwaschung endgültig, dass er den Heiland verrät. Die anderen entscheiden sich bei der Fußwaschung, dass sie dem Heiland treu bleiben. Aber es wartete auf sie eine Erkenntnis, die nur durch die Prüfung kommen konnte. Wie viel haben Jesu verleugnet? Was sagt er ihnen voraus? Er sagt, ihr alle werdet mich verleugnen. Beim Johannes wissen wir es nicht so ganz, ja? Weil der ging bis zum Kreuz mit, der folgte. Ja? Er wurde aber auch interessanterweise nicht geprüft wie Petrus, wurde er? Ihn hat niemand angesprochen, du bist auch einer unter ihnen, weil der Johannes hat sich als Jünger Jesu ausgegeben. Er hat nicht versucht zu verstecken, dass er nur einer der Beteiligten ist. Der Petrus hat sich reingeschlichen, aber nicht als Jünger. Er hat sich nicht zu erkennen gegeben, wer er ist. Und so wird er geprüft. Und der Petrus muss sich, und Jesus sagt, wenn du dich dem einst bekehrst, er war bekehrt. Aber er war nicht bekehrt an dieser Stelle. Und an dieser Stelle musste die Bekehrung fortschreiten. Hier musste der Heilige Geist mit seinem Wort vorwärts kommen, einnehmen. Und das hatte Petrus noch nicht. Aber nachdem er gefallen ist, tief, dann hat er es erkannt. Und der Heiland ist sehr liebevoll zum Petrus. Nach der Auferstehung sagt er, geht und sagt den Jüngern, dass ich auferstanden bin. Und sagt es auch Petrus. Ja, weil ihr müsst euch ja vorstellen, der Petrus muss ja vom Bösen gequält worden sein. Du hast den Meister in der Stunde seiner größten Not verraten. Wie würdest du dich fühlen? Ja, wie würdest du sagen, er hat dir nichts Böses getan und du hast ihn dort, wo er vielleicht deine Hilfe hätte gebraucht, in seinen Ohren hast du geschworen, du kennst ihn nicht. Wie tief kann man fallen? Und dennoch hat er Jesus gebetet, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wurde der Petrus vom Heiligen Geist verlassen, als er Jesus verriet? Ja oder nein? Natürlich nicht. Nein, weil die Stelle, die besetzt war vom Heiligen Geist, wurde dadurch nicht berührt. Es wurde nur eine neue Stelle offenbart, die noch nicht eingenommen wurde vom Heiligen Geist. Deshalb ist ein Mensch, wenn er in eine Anfechtung fällt, nicht verloren. Wenn er nicht in eine Sache fällt, die er schon überwunden hat, ich sage jetzt mal endgültig. Ja? Und auch da haben wir kurz in der Pause von Mose gesprochen, ja? Dessen Herz ja vom Gottesgeist voll eingenommen war, aber er hat nicht gewacht. Und in einer Sekunde oder hundertstel Sekunde, wie wir Entscheidungen treffen, kam das hervor, was hätte nicht hervorkommen sollen. Aber hat ihn Gott deshalb verlassen? Ist Mose deshalb heute nicht im Himmel? Oder ist er verloren? Waren alle die 40 Jahre, die er gearbeitet hat für Gott und gelebt hat für Gott, waren die weg? Nein. Waren die 3 Jahre für Petrus weg, als er ihn verriet? Nein. Sicherlich nicht. Nur einer
ist weg von den Jüngern. Der, in dessen Herzen der Keim nie aufgegangen ist. Der Judas war nie bekehrt. Ja, Judas hat sich immer widersetzt im Geiste Gottes. Judas war ein Rebell und Jesus Wort hat in seinem Herzen eine Attraktion gehabt, aber es kam nie zum Keimen. Es kam nie zur Auslebung. Er hat sich dem Ganzen verschlossen, aber nicht die anderen Jünger. Sie waren alle enttäuscht, weil sie eine falsche Meinung hatten, aber sie waren deshalb nicht seine Jünger. Ja, sie waren nun nicht weitergekommen auf dem Weg in einer Sache, die ihnen viel Not hätte ersparen können, hätten sie es gelernt. Ja? Und Gottes Absicht mit uns ist ja, Licht zu bringen in unser Leben, zu zeigen, wer wir sind, zu zeigen, wo wir unsere Mängel haben. Lieben wir es, Mängel zu sehen? Liebst du es? Ich hasse es. Wenn Gott Tag für Tag mir meine Mängel zeigt, dann sage ich, oh, ich will doch nicht sein. Ich will nicht schwach sein. Und dann muss ich was tun. Okay, die Schwachheit ist gut, dass ich sie weiß. Weil Satan möchte, dass ich an dieser Stelle mich wie halte? Für stark. Was sagte Petrus zum Heiland? Ich werde für dich sterben. Ja? Ich werde für dich sterben. Sowas kann der Mensch in einem Übermut sagen, oder nicht? Wir alle können es bezeugen. Herr, wir gehen für dich, wo auch immer du willst. Und jetzt kommt die Herausforderung. Was tue ich? Es zeigt sich in der Tat, was ich tun kann. Ein kleines Mägdlein führt Jesus, führt Petrus zum Fall. Er ist ganz schwach an dieser Stelle. Keine Kraft zu widerstehen, weil er die Schwachheit in seinem Herzen nicht sehen wollte schon davor. So lässt Jesus ihn in die Not kommen. Musste sich Petrus bekehren? Ja, er war ja gefallen, hat den Herrn verraten. Er geht ins Garten Gethsemane und weint bitterlich. Übernimmt der Heilige Geist diese Stelle? Ja, weil jetzt kommt Petrus zu Jesus oder Jesus zu Petrus und er sagt ihm, Petrus, liebst du mich? Ne? Liebst du mich? So, was sagt Jesus? Was sagt Petrus? So, sagt er, ja, Herr, dein Zweifel. Ist er das? Ist das der Petrus? Nein, er sagt, Herr, du weißt es. Ja, du weißt es. So, deshalb, er ist jetzt nicht mehr der Lauthalsschreier, ja? Und Jesus fragt ihn nochmal, Petrus, liebst du mich? Und dann Petrus wird es zu viel, nicht? Er sagt, Herr, du weißt es doch. Was fragst du? Du weißt ja mein Herz, du hast mich da vorher gelesen, du wusstest es davor. So, Jesus tut das, um dem Petrus zu zeigen, dass er ihn angenommen hat. Und dass er sagt, wenn du mich liebst, dann weide meine scharfen Schäflein. Er gibt ihm also einen Auftrag, den er auszuführen hat, aus Liebe zu ihm. Er will diese Frucht im Leben des Petrus sehen. Ja? So, das ist, denke ich, was wir im Prozess der Erlösung verstehen sollten. Wenn wir in Sünde fallen, dann heißt es nicht, dass wir dann verlassen sind vom Heiligen Geist, sondern wir können, es ist vielleicht ein Gebiet, wo wir nicht errungen haben noch, oder wir haben ein Gebiet nicht bewacht und sind gestürzt. Aber die eine Tat wird uns von Gott nicht trennen. Wir haben ja sofort die Möglichkeit, uns zu bekehren. Moses hat sofort sich bekehrt von seiner Tat, als er es erkannt hat. Kam es eine Konsequenz?
bekam eine Konsequenz, nicht so sehr für ihn, mehr für das Volk. Aber Gott musste zeigen, welche Folgen die Sünde hat. Der Petrus musste bitterlich weinen. So, die waren 3 Tage in der großen Not oder die Tage, wie Jesus über den Sabbattag, wo Jesus im Grab lag, da waren sie alle nicht sehr glücklich, waren alle traurig und niedergeschlagen. So, das gibt eine Konsequenz, wenn wir uns betrügen lassen. Die Frage ist nur, will ich kontinuierlich mitarbeiten? Wenn der Geist Gottes mir meine Fehler zeigt, meine Schwächen offenbart, bin ich willig, mit ihm zusammenzuwirken, um diese Dinge zu beheben. Wir werden noch dahin kommen, wir müssen sehen, wie ist das Zusammenwirken. Aber die erste Sache ist, bin ich willig, zusammenzuwirken? Will ich alle Gebiete meines Herzens, wohin er mich führen möchte, einnehmen? Ja? Will ich Stück für Stück, ich weiß ja nicht, wo Gott wo ansetzt, welches Gebiet zuerst dran kommt. Ja? Aber ich habe in meinem Leben gesehen, in diesen knapp 11 Jahren, dass Gott einen strategischen Weg geht. Ich konnte sehen, welche Dinge er besonders in meinem Leben mir klar machen möchte. Das ist eines der Dinge, die mich auch prägen, ist Ungerechtigkeit. Mögt ihr, wenn man euch Ungerechtigkeit tut? Könnt ihr das zulassen, dass dir jemand Unrecht tut, ohne dass du dich dagegen empörst und wehrst? Das ist nicht in meiner menschlichen Natur. So brachte mich Gott innerhalb der ersten Jahre schon nach meiner Bekehrung in verschiedene Situationen, wo mir Unrecht getan wurde, um mir in 4 Jahren beizubringen, wenn dir jemand Unrecht tust und du kämpfst nicht dagegen, gewinnst du. Wenn du aber dagegen ankämpfst, verlierst du. Vier Jahre hat es gedauert, bis es Klick gemacht hat. Ich bin heute zumindest in meinem Bewusstsein bereit, dass man mir Unrecht tut. Ob ich es in der Realität bin, weiß ich nicht. Aber zumindest habe ich schon die Information da drin, wenn es geschieht, dass ich sage, ich habe mich doch entschlossen, das Unrecht zuzulassen. Mich dagegen nicht mehr zu wehren. Ich sage zwar meine Meinung, aber man darf mir Unrechtes tun. Punkt. Das ist eine schwere Lektion, oder? Aber es ist eine gute Lektion, weil man wird uns Unrechtes tun. Ja, diese Welt ist voller Ungerechtigkeit. Man wird den Kindern Gottes das größte Unrecht anhängen, was es so gibt. Und sie müssen es stehen lassen und müssen sagen, es ist nicht so, aber wenn ihr das so meint, dann lasst uns stehen. Sich Unrecht zuzulassen oder auch nur einverstanden zu sein, ist ein Prozess. Weil ich dachte, wenn ich mich wehre in den Prozessen, wenn ich mich wehre in dieser Situation, weil ich brauche Gerechtigkeit, dann tue ich es nicht richtig. Und ich habe zumindest das für mich festgelegt, man darf mir Unrechtes tun. Wurde Jesus Unrechtes getan? Hat es zugelassen? Wenn sein Geist in meinem Herzen ist, dann wird er dieselbe Sache in das Herz schreiben. Man darf dir Unrecht tun und du kannst es zulassen. Die Notwehr, denke ich auch, ist nicht notwendig. Ja. Weil ich muss wissen, ich bin in der Hand Gottes. Jesus hat sich nie gewehrt. Als sie ihn steinigen wollten, als sie ihn drängten aus der Stadt hinaus,
Er hat seinen Vater und den Engeln überlassen, dass sie ihn retten. Und so haben sie ihn immer gerettet. Ja, wir haben ja diese Erfahrung noch nicht, weil wir uns ja selber noch wehren. Ja, wie soll Gott eintreten, solange ich mich zur Wehr setze? Ja, wie soll ich ihm den Raum geben, dass er mich beschützt, dort, wo ich ja natürlich, ich meine, nicht unvorsichtig bin. Ich gehe nicht auch von alleine in die Gefahr. Ja, wir tun das nicht. Wir gehen nicht und machen das so wie einer der Pastoren, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes, der in einem Gottesdienst mit einer Kobraschlange spielte, ja, und sagte, die Kobraschlange kann ihn nicht beißen oder wenn sie ihn beißt, passiert ihm nichts. Ja, nicht Kobra, Klapperschlange, weil Kobra drückt dich nur zu, ist groß. Die Klapperschlange. Und die Klapperschlange hat ihn gebissen. Und er wollte sich nicht behandeln lassen. Erst als er es wollte, sind sie dann zum Krankenhaus. Aber er starb. Ja, er hat das extra auf Facebook angekündigt. War ja alles, wurde ja alles offen gemacht. Man hat es ja gesehen. Ich selber nicht. Ich habe es nur dann irgendwo gelesen. Aber so versuchen manchmal Menschen und sagen, das ist Glaube. Nein, das ist kein Glaube. Das ist Anmaßung. Wenn ich mir in die Gefahr gebe, ja, das ist so, wie wenn ich vom Tempelzinne springe. Gott wird mich ja schon die Engel schicken und mich schützen. Nein, dann schützen sie mich nicht. Aber wenn ich in die Gefahr komme und werde zu Unrecht angegriffen, ich habe mich nicht in die Gefahr begeben, sondern sie kommt von alleine, dann muss ich mich dort nicht zur Wehr setzen. Ich kann zwar sagen, was ich will, aber bei Jesus finden wir keine Notwehr, wenn du eine Ohrfeige bekommst, dass du nicht auch die andere hingibst. Ja? So, Gott muss uns die Mangelerscheinungen in unserem Leben zeigen. Und die meisten Mangelerscheinungen sind nicht unbedingt negative Dinge. Weil ist Gerechtigkeit was Nächtes? Ist doch was Gutes. So, ist es gut, wenn jemand Ungerechtigkeit an mir tut? Nein. Aber die Liebe kann das Unrecht des anderen erdulden. Weil sie sagt, er darf unweise sein, er darf blind sein. Wenn ich ihm helfen kann, nur wenn ich es erdulde. Es gibt nur eine Möglichkeit, das Böse zu überwinden, und das ist durchs. Kennt ihr den Bibeltext? Ja? Römer 12 und Römer 13. Das Böse kann nur durch Gutes überwunden werden. Deshalb war Christus völlig gewaltfrei. Er hat sich nicht gewehrt gegen diese Dinge. Er ist in der Haltung Gott gegenüber so geblieben, wie er immer war. Ja? So, diese Dinge muss der Heilige Geist Schritt für Schritt in unsere Herzen schreiben. Und so zeigt sich ja eine Teilfrucht, wenn man so will, unterwegs, weil wir wachsen. Aber die Frucht ist noch nicht völlig zutage getreten. Sie wird zutage treten, Schritt für Schritt, in unterschiedlichen Situationen des Lebens, bis eines Tages sie völlig da ist. So, ich denke, wir machen damit Schluss. Ich habe jetzt noch einmal wiederholt, was ich in der ersten Stunde so versucht habe klarzumachen. Und es bleibt jetzt natürlich die Frage, wie können wir dazu kommen? So ist der Prozess, ja, er ist so. Wie schaffe ich es praktisch? Diese Dinge, wie ist die praktische, das praktische Zusammenarbeit zwischen dem Heiligen Geist und mir? Ja? Dieses ist etwas, was uns sehr häufig nicht bekannt ist. Und so sind viele Christen verführt in ihrem Leben, auch wenn sie bekehrt sind, dass sie nicht vorwärts kommen, sage ich mal. Weil sie in ihrer vorgefassten Meinung, so wie die Jünger, nicht wissen, was sie tun sollen. Nicht wissen, wie sie handeln sollen.
nicht wissen, wie diese Zusammenarbeit funktioniert. Und ich kann auch das nur aus meiner Erfahrung und aus dem, wie ich es in der Schrift finde, erzählen, weil es ist wirklich Verständnis. Wir können es verstehen. Wir können das Werk selbst, wie der Heilige Geist es tut, nicht verstehen. Aber wir können verstehen, was wir tun müssen in der Zusammenarbeit mit ihm. Dass die vorgefassten Meinungen endlich abgebaut werden und der Prozess des Wachstums vorwärts kommt. Ja? Und das ist das, wo wir uns morgen befassen wollen, mit dem, wie können wir, welches ist die Zusammenarbeit, dass wir wirklich nicht blind bleiben gegenüber uns selbst und dass wir auch die Schwierigkeiten in unserem Leben erkennen, zu welchem Zweck sie da sind. Und uns nicht gegen die Schwierigkeiten wenden. Weil das ist ein großer Fehler. Oder führt uns nicht sehr weit. Aber das wollen wir dann morgen schauen.